Was geht ab, liebe Holzers, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Apex Legends. Und zwar habe ich eine mega, mega, mega geile Information für euch. Ihr könnt in eurem Battle Pass alle Packs in Herstellungsmetalle umwandeln und somit eine freie Auswahl bekommen. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr in diesem Video. Mega easy. Ich werde euch das einmal ganz kurz erklären. Ihr habt im Battle Pass mehrere Packs, die ihr freischaltet. Ja, hier habt ihr einmal ein Pack, dann habt ihr hier weiter noch ein Pack und noch einige mehr. Ja, die werden jetzt als selten angezeigt. Viele davon sind aber epische Packs, die euch also garantieren, dass ein epischer Skin da drin freigeschaltet wird. Aber ihr wisst im Endeffekt nicht, was für einer. Ja, im Endeffekt kriegt ihr vielleicht einen Skin für Pathfinder oder irgendeine Rahmen oder Statistik, obwohl ihr den Charakter gar nicht spielt. Legendary Pack, das ist ziemlich weit hinten. Und zwar hier das legendäre Apex Pack. Und alle diese Packs könnt ihr in Herstellungsmetalle umwandeln. Und wie das Ganze funktioniert, werde ich euch jetzt zeigen. Easy peasy müsst ihr euch dafür in eurem EA-Konto einloggen. Ganz einfach ea.com. Ja, mit der E-Mail-Adresse, die ihr auch mit eurem Epic-Spiel verknüpft habt. Also beispielsweise, wenn ihr euer Origin-Konto nutzt, müsst ihr die E-Mail-Adresse vom Origin-Konto nutzen zu einem Loggen. Wenn ihr jetzt auf der PlayStation spielt, müsst ihr die E-Mail-Adresse nutzen, die ihr auch für euren PSN-Account nutzt. Ja, damit ist nämlich euer EA-Konto verbunden. Und ihr seht jetzt dann direkt, dass hier beispielsweise mein Account, das ist auch mein PSN-Account. Und ihr braucht eigentlich nichts weiter zu tun, als eure Land und Region auf Belgien zu ändern. Warum Belgien? In Belgien gibt es Gesetze, die halt solche Art von Glücksspiele unterbinden, und dementsprechend dürfen diese Packs halt nicht zufällig sein, sondern dafür kriegt man halt Herstellungsmetalle. Was ist der Vorteil an Herstellungsmetallen? Der Vorteil dabei ist, dass ihr euch einfach wie beim Loseziehen freie Auswahl habt auf das, was ihr möchtet. So, wir haben das Ganze jetzt auf Belgien geändert. Danach gehen wir wieder in das Spiel zurück, und was ihr jetzt tun müsst, ist das Spiel einmal neu zu starten. Also jetzt im Falle der PlayStation einfach Anwendung schließen und neu starten. Das ist so krass. Das ist so krass. So, wir haben das Spiel jetzt neu gestartet. Ganz normal fortsetzen, einloggen. Ladebildschirm. Immer noch Ladebildschirm. So, und jetzt gehen wir ganz einfach easy peasy in den Battle Pass. Und was sehen wir da? Zum einen natürlich die häufigen Packs, die halt auch so geblieben sind. Aber wir sehen hier jetzt beispielsweise selten 60 Herstellungsmetalle. Ja, und jetzt gehen wir ein Stück weiter. Da haben wir wieder ein normales Gratis-Pack. Aber hier haben wir nochmal 60 Herstellungsmetalle. 60 Herstellungsmetalle, 60 Herstellungsmetalle, 800 Herstellungsmetalle, 60 Herstellungsmetalle. Aber irgendwo hatte ich auch 250 vorhin. Huh. Ich muss dazu sagen, ich habe das Ganze jetzt zweimal gemacht. Ich habe einmal auf dem deutschen Account gemacht, da habe ich es auf Belgisch geändert, habe das Ganze ausprobiert. Es hat funktioniert, und dann habe ich jetzt dieses Video gemacht und das Ganze noch zweimal geändert. Und ich muss dazu sagen, dass es unterschiedliche Ergebnisse gab. Ja, das heißt, auch diese Auswahl ist wahrscheinlich random. Ich bin mir nicht sicher, denn ich kann euch zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es zwischenzeitlich auch ein Pack gab unter diesen Packs mit 250 Herstellungsmetallen. Und ich habe das Ganze einfach mal hochgerechnet. Ich habe 5×60 gehabt, das waren 300 Herstellungsmetalle, einmal 250 und einmal 800. Das sind insgesamt 1350 Herstellungsmetalle, die ihr bekommt. Ich weiß nicht, ob es jetzt random so ist oder unterschiedlich bei den Leuten. Wie gesagt, ich habe es zweimal gestartet. Einmal hatte ich ein 250 Herstellungsmetalle-Pack, einmal nicht. Wäre es 1350, und das würde bedeuten, dass ihr drei epische Skins je nach freier Auswahl machen könnt. Also Skins, Freischaltung, alles mögliche, was eben 400 Herstellungsmetalle kostet. Oder ein Legendary, und ihr hättet dann immer noch 150 Herstellungsmetalle über. Also hier beispielsweise erhalten, ein Skin kostet 400. Das heißt, ihr könntet euch drei einfach so aussuchen. Egal ob Skins, egal ob irgendwelche Posen, egal was. Ihr habt einfach die freie Auswahl, und besser geht's nicht. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze funktionieren wird, Leute. Ich weiß nicht, ob die es patchen oder updaten werden. Daher nutzt es schnell und gönnt euch einfach. Ich hoffe, dieses kleine informative Video unsererseits hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, teilt das Video, verbreitet es, denn es ist einfach der Hammer. Ich bin immer noch mega, mega, mega geflasht. Der man braucht wirklich nichts weiter tun, außer seine Region zu ändern. Dementsprechend bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.